Hallo und ganz herzlich willkommen zum DAX-Check am Dienstag. Heute wieder an meiner Seite Maximilian Völkel. Schön, dass du da bist. Wir sehen ja hier den Wochenchart des Deutschen Leitindex und wir sehen auf deiner Seite, dass gestern mal wieder recht wenig passiert ist. So, zu Beginn des Handels nur mal ein kleiner Sprung nach oben, aber dann hat man sich auch schnell wieder so in eine Seitwärtsbewegung, ist meine Seitwärtsbewegung übergegangen. Warum ist denn momentan so wenig Bewegung? Genau, also nach der scharfen Korrektur am Freitag sieht man, dass hier relativ wenig passiert ist jetzt gestern. Es liegt daran, wir hatten es gestern schon darüber, heute Abend ist die Rede von Donald Trump vor dem US-Kongress. Diese wird mit Spannung erwartet und bis dahin wird vermutlich auch heute relativ wenig Bewegung im Markt sein. Wir sehen ja auch jetzt zu Beginn des heutigen, des Dienstagshandels, dass wieder nur ganz geringe Ausschläge bislang ja eben zu sehen sind auf der Kurstafel. Jetzt sehen wir im 6-Monats-Chart natürlich die Range, in der wir uns lange Zeit bewegt haben. Genau. Darauf muss man jetzt, hat sich wahrscheinlich auch nicht großartig geändert, achten. Es bleibt dabei, diese 11.890, das alte Hoch, wird die interessanteste Marke, wenn Donald Trump liefern kann, wenn er positive Impulse schafft, wenn er mit seinen Plänen, Steuersenkungsplänen, Infrastrukturpläne, wenn er überzeugen kann. Ansonsten kann es auch durchaus nochmal zurückgehen Richtung 11.650, 11.500. Das sind die interessanten Marken. Und erst wenn diese Range verlassen wird, können wir uns wieder Richtung 12.000 bewegen. Dann wird, wenn wir jetzt unter 11.5 fallen sollten, dann wird es schon kritischer aussehen, die Situation. Dann würde es durchaus kritischer. Dann kann auch ein drastischerer Rücksetzer kommen. Aber da bis dahin kann auch noch viel passieren. Das sind so viele politische Unwägbarkeiten derzeit im Markt. Da ist noch viel möglich. Wir sind ja auch noch einige Punkte davon entfernt. Wir sehen noch den 3-Jahres-Chart. Ein Wort auch noch zum Produkt. Du hast ja gestern quasi keins dabei gehabt. Ja. Hat sich wahrscheinlich auch nicht geändert, weil wir warten ja immer noch auf Trump. Genau, wir werden heute noch abwarten. Sie haben ja auch gesehen, dass wenig Bewegung im Markt war. Es hätte sich auch, egal mit welchem Produkt, wenig verändert. Und deswegen bleiben wir dabei. Wir schauen, was Donald Trump liefert. Und danach positionieren wir vom Aktionär uns neu. Gut, dann wissen wir morgen früh zumindest mehr, denn dann hat er auf jeden Fall gesprochen. Heute Nacht ist es soweit und dann schauen wir mal, was passiert. Genau. Dankeschön für heute, Maximilian. Gerne. Danke auch Ihnen und Sie haben es gehört, morgen wird es auf jeden Fall spannend, denn dann wissen wir, was Donald Trump so verkündet. Bis dahin.